Park- und Rangierunfälle ereignen sich überwiegend bei niedrigen Geschwindigkeiten auf Parkflächen, in Parkhäusern sowie in Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Die Schäden an den Fahrzeugen sind meist verhältnismäßig gering, aber für die Unfallforschung im Allianzzentrum für Technik wegen ihrer zunehmenden Häufigkeit in den letzten Jahren von besonderem Interesse. Nach unseren aktuellen Untersuchungen fallen heute etwa 45% aller Krafthaftpflichtschäden und 40% aller Vollkasko-Kollisionsschäden in diese Kategorien, also fast jeder zweite Unfall. Eine der Ursachen liegt dabei in der veränderten Fahrzeuggeometrie. Was heißt das? Ganz einfach, Autos sind heute deutlich größer geworden, während die Parkflächen gleich geblieben sind. Außerdem ist die Sicht beim Rangieren wegen der modernen Struktur- und Designanforderungen, insbesondere durch die Scheiben nach hinten und zur Seite, oft deutlich eingeschränkt. Etwa 3/4 der Park- und Rangierunfälle ereignen sich beim Rückwärtsfahren, meist während des Ausparkens. Nur 15% dieser Unfälle treten beim Einparken in Parklücken auf. Der durchschnittliche Schadenaufwand bei dieser Schadenkategorie beträgt in Haftpflicht ca. 1300 Euro und in Vollkasko etwas mehr, etwa 2000 Euro. Angesichts der Vielzahl der möglichen Unfallszenarien können derzeitige Einparkhilfen nur eingeschränkt unterstützen. Beispielsweise werden die Fahrzeugseiten nicht überwacht, wodurch manche Hindernisse übersehen werden. Unsere Analysen haben gezeigt, dass sich Autofahrer teilweise zu sehr auf die derzeit warnenden Systeme verlassen oder nicht rechtzeitig reagieren. Künftig werden intelligentere Fahrassistenzsysteme wie automatisierte Ein- und Ausparkhilfen sowie Notbremssysteme für Rangiervorgänge das Risiko weiter minimieren helfen. Um ärgerliche Bagatellschäden zu vermeiden, sollten sich Autofahrer mit der Geometrie und den Maßen des Fahrzeuges sowie den Grenzen der Parkassistenzfunktionen gut vertraut machen. Sie sollten beispielsweise wissen, ab welchem Abstand akustische und optische Warnungen erfolgen und wie genau die Abstandssensoren arbeiten. Und was mit den Kamerasystemen, also mit den Rückfahr-, Surround-View-Kameras, sichtbar ist und was nicht, zum Beispiel die Fahrzeugecken.